Ach, hör da auf zu klingeln, du Idiot. Ich kann doch nicht abbiegen. Blöd, Mann. Noch kurz vorher auf die Schienen muss er fahren. Immer feste drauf. Das werden die doch nie kapieren. Wo soll ich denn nur hin? Komm, Arthur, die muss halten. Hier dürfen wir immer rüber. Warum bremst er denn so blöd? Wäre ja fast umgefallen. Junge, 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 fahr gerade. Wie soll ich denn an dir vorbeikommen? Siehst du das denn nicht? Ja, ja, immer gegen die Radfahrer. Wir sind so richtig unterprivilegiert. Na, der sieht doch wohl, dass wir die Bahn da drüben noch kriegen wollen. Jetzt muss ich wieder hinter so einem Riesending herzockeln und nichts kann man sehen. Also ich glaube, jetzt hackt es aber. Da vorne ist der Zebrastreifen, aber der muss natürlich hier durchturnen. Für 2,50 Mark Blechschaden und mitten auf den Schienen stehen bleiben. Ich sowieso schon Verspätung habe. Ach, diese gehören nie. Weiß man, bleiben sie nur stehen oder rennen sie einfach weiter auf den Damm? Ja, blinken, blinken, blinken. Du kannst doch mal warten. Hab's eilig, Mensch, eilig. Jahrhundert. Man schreibt im südbadischen Freiburg das 91. Jahr, als eine Chronik von 3 Pferde-Omnibuslinien zu berichten weiß, die im Auftrag der Stadt betrieben werden. Diese ersten Versuche, Menschen mit planmäßigen innerstädtischen Verkehrsmitteln von einem Ort zum anderen zu transportieren, werden zur Initialzündung für eine beispielhafte Entwicklung. Der öffentliche Personennahverkehr in der kleinen, 50.000 Seelen zählenden Stadt am Schwarzwaldrand beginnt seinen Siegeszug. 1120 von den Herzögen von Zähringen, am alten Handelsweg von Schwaben ins Elsass gegründet, erlebt das organisch gewachsene architektonische Kleinod des Reiches eine wechselvolle Geschichte. Mal gehört Freiburg den Herzögen von Urach, dann steht es unter französischer Herrschaft. Sogar als zeitweilige Hauptstadt Vorderösterreichs geht es in die Annalen der Geschichte ein. 1457 wird das südbadische Zentrum Universitätsstadt, ab 1821 Sitz eines Erzbistums. Die Altstadt wird von dem mächtigen, weithin sichtbaren gotischen Münster beherrscht. Es ist das Wahrzeichen der lieblichen Metropole an den Ufern der Dreisam. Eine weitere Besonderheit der malerischen Stadt sind die aus dem 13. Jahrhundert stammenden traditionellen Bächle. Das mittelalterliche Oberflächen-, Be- und Entwässerungssystem
ist bis in die Gegenwart erhalten und hat alle Stürme der Zeit überdauert. Die ständig zunehmende Industrialisierung und die stetig anwachsende Anzahl Tag ein, Tag aus schaffender Menschen lassen den Bedarf an öffentlichen Transportmitteln binnen weniger Jahre sprunghaft ansteigen. Die Pferde-Omnibuslinien stoßen schon bald an ihre natürlichen Grenzen. 1896 befördern sie 31.000 Personen. 4 Jahre später, 1900, schon 51.000 zahlende Fahrgäste. Die Hafermotoren oder Schüttelbahn, wie die schelmischen Freiburger ihre Pferde-Omnibuslinien gerne nennen, können einfach nicht mehr leisten. Nach 10 Jahren endet mit ihrer Betriebseinstellung die Geschichte des ersten Freiburger Nahverkehrsmittels. Noch im 19. Jahrhundert kommt eine angeregte Diskussion in Gang, wie man die innerstädtischen Verkehrsprobleme der Zukunft lösen könnte. Die Umstellung auf eine schienengebundene Pferdebahn steht im Raum, wird aber wieder fallen gelassen. Die Stadtherren entschließen sich lieber gleich für die Einführung elektrischer Straßenbahnlinien. Projektiert wird ein meterspuriges Netz mit 4 Linien. Verlängerung der Linie C zum Waldsee. 1908 folgen die Strecken zum Güterbahnhof und Roßgäßle, der heutigen Okenstraße. 1909 wird die neue Linie 5 in 2 Etappen vom Siegesdenkmal über den Hauptbahnhof zum Stühlinger Kirchplatz geführt. Jetzt werden auch die Buchstaben durch Liniennummern ersetzt. 1910 geht es vom Roßgäßle durch die Unterführung in nördlicher Richtung weiter bis nach Zähringen. Zwei Jahre später, 1912, erreicht die Linie 5 Haslach.
1914 wird eine weitere Straßenbahnlinie eingerichtet. Die 6 nimmt zwischen Siegesdenkmal und Herdern ihren Dienst auf und stößt nach Nordosten vor. Den 27 Triebwagen der ersten Stunde folgen neue, technisch verbesserte Fahrzeuge. 1907 sind es die zweiachsigen Triebwagen 28, 29 und 30. Die Wagenkästen ruhen erstmals auf zwei einachsigen Drehgestellen. Angestrebt wird eine bessere Kurvengängigkeit und größere Laufruhe. Nur 2 Jahre später ergänzen weitere Triebwagen den Bestand. 1909 kommen aus Nürnberg 10 und 1914 nochmals 7 neue Zweiachser. 47 Triebfahrzeuge und 20 zwischenzeitlich hinzugekommene Beiwagen haben den Fuhrpark auf eine ansehnliche und leistungsfähige Größe gebracht. Sogar 2 Motorsprengwagen sind für die warmen Sommermonate angeschafft worden. Sie sollen die Staubbildung auf den zumeist noch ungepflasterten Strecken verringern helfen. Mitten in die so verheißungsvoll begonnene Aufbauphase der Freiburger Straßenbahn platzt der 1. August 1914, der Tag des Kriegseintritts des Deutschen Reiches in den Großen Krieg. Alle Neubauarbeiten werden sofort abgebrochen. Personal wird zum Kriegsdienst eingezogen. Die Straßenbahn muss zusätzlich Güter- und Verwundetentransporte übernehmen. 2 eigens dafür angelegte Gleisanbindungen durch die Waldkircher und Rampenstraße bringen die Wagen direkt an die Gleise der Reichsbahn. In den folgenden 4 Jahren werden über 63.000 leicht und mehr als 13.000 schwer Verwundete mit den Straßenbahnwagen durch die Stadt zu den Lazaretten gefahren. Nun, wer damals glaubte, mit Kriegsende wäre alles überstanden, irrte gründlich. Inflation, Arbeitslosigkeit, maßlose Reparationsforderungen der Siegermächte und politisches Chaos führen das Land an den Rand des Staatsbankrotts und machen jeden vernünftigen Wiederaufbau illusorisch. Die Fahrgastzahlen gehen ständig zurück. Am 21. November 1923 erreicht das Durcheinander seinen traurigen Höhepunkt. Wer am Hauptbahnhof in die Straßenbahn einsteigt und nur 3 Haltestellen bis zum Bertholdsbrunnen fahren will, muss dafür die unglaubliche Summe von 100 Milliarden Reichsmark bezahlen. Ein zeitgenössischer Bericht jener Tage gibt Stimmung und Lage wieder. So war die Not aufs Höchste gestiegen und zur gänzlichen Einstellung des Betriebes war es in der Tat nur noch ein kleiner Schritt. Erst nach der Einführung der Rentenmark geht es nach fast 10 Jahren langsam wieder bergauf. In dieser Zeit übrigens, Mitte der 20er Jahre, erscheinen in Freiburg die ersten Omnibusse. Am 24. November 1925 wird zwischen Hohenzollernplatz und Betzenhausen eine Linie eröffnet. Auch für die Straßenbahn bringt dieses Jahr Streckenverlängerungen nach Littenweiler und in Haslach. In der Komturstraße entsteht 1928 eine neue Wagenhalle. Die Straßenbahn wird vom Güterbahnhof bis zum Komturplatz verlängert und bindet hier an die Zähringer Strecke an. Das Streckennetz präsentiert sich 1930 sehr effektiv. Während die Linien 2, Zähringen-Günterstal, 5, Haslach-Herdern und 4, Littenweiler-Komturplatz als Hauptlinien fungieren und die Randlagen ans Zentrum anbinden, sind die Straßenbahnlinien 1, Komturplatz-Loretto-Straße, 3, Hohenzollernplatz-Schiff und 6, Schwabentorbrücke-Goethe-Straße im inneren Zirkel als Taktverdichter im Einsatz. 6 Straßenbahnlinien decken das Einzugsgebiet der Stadt Freiburg ab und bieten den Fahrgästen gute Verkehrsverbindungen. Binnen 29 Jahren war das Streckennetz von 8,9 auf 19,7 Kilometer angewachsen.
Bewegung kam auch in den Fuhrpark. 10 neue vierachsige Triebwagen 1927 und 5 weitere 1929. Allesamt auf Maximum-Drehgestellen laufend, tragen wesentlich zur Modernisierung des abgefahrenen Bestandes bei. So geht das erste Drittel eines ereignisreichen Jahrhunderts für die Freiburger Straßenbahn mit einem leichten Aufwärtstrend seinem Ende entgegen. Von seinem Gipfel lässt sich weit hinausschauen ins schöne Land. Der Schau ins Land mit seinen 1284 Metern ist zugleich Höhepunkt und Hausberg der Stadt am Schwarzwaldrand. Am 17. Juli 1930 wird hier die erste Großkabinenseilschwebebahn der Welt im Umlaufsystem mit einem Tragseil, 2 Zugseilen und 10 Kabinengondeln eröffnet. Auf einer Länge von 3,6 Kilometer überwinden die Gondeln einen Höhenunterschied von 746 Meter, bevor sie nach 15 bis 20 Minuten etwas unterhalb des Gipfels in die Bergstation einschweben. Das begehrte Ausflugsziel wird vor allem in den warmen Jahreszeiten rege genutzt. Eine Buslinie bewältigt den Fahrgasttransfer von der Endhaltestelle der Straßenbahn in Günterstal bis zur Talstation. Obwohl auch in den 30er Jahren nach wie vor Materialknappheit herrscht, setzt sich die Konsolidierung des Verkehrsbetriebs fort. 7 von 10 Freiburgern fahren einmal am Tag Straßenbahn. 9,4 Millionen sind es allein 1935. Damit liegt die mittlerweile knapp über 100.000 Einwohner zählende Breisgau-Metropole im Vergleich mit anderen Großstädten deutlich an der Spitze. Die Zukunft scheint gesichert, bis die Ereignisse des 1. September 1939 die Welt erschüttern. In den Morgenstunden jenes tragischen Tages beginnt der deutsch-polnische Krieg an der Ostgrenze des Reiches. Später wird er sich zu einem zweiten Weltkrieg ausweiten und millionenfaches Leid über die Menschen bringen. Für die aufstrebende Entwicklung der Freiburger Straßenbahn kommt dieses Ereignis einer Vollbremsung gleich. Wieder muss sich der Verkehrsbetrieb rigoros den Erfordernissen der Kriegsindustrie unterordnen. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 sowie 3 und 4 werden zusammengelegt, einzelne Omnibuslinien ersatzlos gestrichen. Das hässliche Gesicht des Krieges zeigt sich in Freiburg schon nach wenigen Monaten in Gestalt eines tragischen Irrtums. 10. Mai 1940. Der deutsche Westfeldzug läuft an. Ein Luftangriff trifft die Stadt völlig unvorbereitet. Keine Sirene gibt Fliegeralarm, kein Flakgeschütz feuert. Was war geschehen? Die 8. Staffel des Kampfgeschwaders 51 befindet sich auf dem Feindflug nach Frankreich. Da verlieren 3 zweimotorige He-111-Bomber durch starke Wolkenbildung den Kontakt zu den anderen Maschinen und verirren sich. Sie verwechseln Freiburg mit dem französischen Ausweichziel Dole, dessen Flugplatz sie bombardieren sollen, und greifen an. Wenige Minuten vor 16 Uhr durchbrechen sie die Wolkendecke über der Stadt, werfen 69 Bomben und sind schon wieder verschwunden. Die traurige Bilanz: 22 Kinder liegen tot in der Colmarer Straße. Aber trotzdem, für die Breisgau-Stadt kommt es längst nicht so schlimm wie für viele andere deutsche Städte. Bis August 1944 bleibt sie praktisch unversehrt. Erst als die Front im Westen in bedrohliche Nähe rückt, gerät auch Freiburg ins Fadenkreuz der alliierten Bomberflotten. Am Abend des 27. November 1944 erscheinen um 20 Uhr britische Nachtbomber über der Stadt und beginnen einen schweren Luftangriff. Über 3000 Menschen sterben im Bombenhagel. Große Teile Freiburgs fallen in Schutt und Asche.
Zum Zeitpunkt des Angriffs sind auf den Linien 3 und 4 noch mehrere Straßenbahnzüge unterwegs. Zwei werden total zerstört. Einer verbrennt vor dem Stadttheater, ein weiterer wird vor dem Hauptbahnhof getroffen. Triebwagen 1. Der erste Freiburger Straßenbahnwagen wird auf dem Gleislagerplatz in die Luft geschleudert und total zerstört. Die Schreckensbilanz jener Nacht verzeichnet als Totalverlust außerdem den abgestellten Triebwagen 7 und 26 weitere schwer beschädigte Fahrzeuge. Nach dem Inferno ist die Oberleitung zu 50% zerstört. Das Gleisnetz auf einer Länge von 900 Meter unbrauchbar. Nur die Abschnitte Holzmarkt-Günterstal und Oberlinden-Littenweiler bleiben in Betrieb. Die noch im Spätsommer 1944 begonnene Einrichtung einer Oberleitungsbuslinie nach Haslach ist jetzt nicht mehr realisierbar. Der Zerstörungsgrad der Altstadt liegt bei etwa 40%. Dem Betrachter bietet sich in diesen Tagen vom Münster aus ein bizarrer Kontrast menschlicher Vernichtungswut. Zur einen Seite eine Kraterlandschaft, zur anderen fast unversehrte Häuserzeilen. Mit dem Einmarsch französischer Truppen am 15. April 1945 ist der Zweite Weltkrieg für Freiburg beendet. Die Bahnen bleiben an diesem Tag in den Wagenhallen. Der Betrieb ruht vollständig. Auch die Gondeln der Schauinslandbahn stehen still. Was die Zukunft den Menschen im Breisgau bringt, vermag zu dieser Zeit kaum jemand zu erahnen. Das Land ist von den Siegermächten vollständig besetzt. Eine deutsche Regierung gibt es nicht mehr. Die städtische Straßenbahn jedenfalls nutzt die verordnete Betriebsruhe für Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen und Gleisnetz. Bis am 26. Mai der Fahrbetrieb auf den Teilstrecken Holzmarkt-Günterstal und Oberlinden-Littenweiler wieder freigegeben wird. Bis Mitte 1947 können sämtliche Straßenbahnstrecken mit Ausnahme der Durchfahrt der Friedrichstraße wieder genutzt werden. Der Wiederaufbau Freiburgs kommt nach der Währungsreform 1948 rasch in Gang. Allerorts wird gearbeitet, der Schutt mit den Trümmerbahnen aus der Stadt gefahren. Das deutsche Wirtschaftswunder nimmt seinen Anfang. Im gesamten Wiederaufbauplan spielt die Straßenbahn als wichtigstes Verkehrsmittel von Anfang an eine tragende Rolle. Straßenbreite, Linienführung und Rentabilitätsberechnungen werden berücksichtigt. Einen privaten Autoverkehr gibt es in den ersten Nachkriegsjahren so gut wie nicht. Unterwegs sind zumeist Militär- oder Transportfahrzeuge, also muss alles auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Fahrgastzahlen steigen in bisher nicht gekannte Dimensionen. Der ledierte und überalterte Wagenpark kann dies nicht verkraften. Die Anschaffung neuer Straßenbahnwagen ist dringend geboten, will man dem Überangebot an Fahrgästen Herr werden. Zwischen 1950 und 1954 werden endlich 14 neue zweiachsige Triebwagen und insgesamt 18 ebenfalls zweiachsige Beiwagen angeliefert. Die Verbandstypen, wie die neuen Zweiachser genannt werden, sind billige Übergangslösungen, die im Wesentlichen auf den Kriegsstraßenbahnwagen
bzw. auf den noch vor dem Zweiten Weltkrieg geplanten Einheitsstraßenbahnwagen aufbauen. Die Zweiachser sind in Zusammenarbeit mit anderen Städten als Sofortlösung entstanden, um den chronischen Wagenmangel vieler Betriebe fürs Erste zu lindern. Die Entwicklung neuer, leistungsfähigerer Typen ist bereits in vollem Gang. Das Standardfahrzeug der Zukunft, die vierachsige Großraumstraßenbahn, entsteht in vielfältigen Formen. In Freiburg beginnt diese Zeit am 1. November 1959 mit der Anschaffung der vierachsigen Sputniks. Die nach dem ersten Weltraumsatelliten benannten Einrichtungsgelenktriebwagen sind verlängerte Verbandstypen, die nicht dem neuesten technischen Stand entsprechen. Aufgrund der Baugleichheit mit ihren Vorgängern bieten sie dafür aber wartungstechnische Vorteile. Bei der geringen Anzahl von nur 3 Fahrzeugen ist dieses Kriterium nicht zu unterschätzen. Mit 39 Sitz- und 121 Stehplätzen können sie in Verbindung mit einem angehängten Beiwagen insgesamt 230 Fahrgäste aufnehmen. Die grundlegende Modernisierung der Freiburger Straßenbahnwagen beginnt endgültig 1962 mit der Inbetriebnahme der ersten GT4. Sie sind die Vorboten eines neuen Straßenbahnzeitalters. Künftig bilden sie das Rückgrat des Verkehrsbetriebs. Bis 1968 werden insgesamt 19 vierachsige Kurzgelenktriebwagen in Zweirichtungsbauweise angeschafft. Der für die Stuttgarter Straßenbahn entwickelte Typ ist leistungsstark und weist eine hohe Kurvengängigkeit auf. Die Freiburger GT4 können im Gegensatz zu ihren Stuttgarter Artgenossen nicht im Traktionsverkehr laufen. Bis 1981 werden deshalb zweiachsige Beiwagen angehängt. Bis zum Ende der 50er Jahre hat sich das Omnibusnetz nur wenig verändert. Die Busse spielten jahrzehntelang nur eine untergeordnete Rolle auf schwach frequentierten Abschnitten. Dies beginnt sich Anfang der 60er Jahre gründlich zu ändern. Die Linien nehmen zu, der Wagenpark vermehrt sich erheblich. Untergebracht im Betriebshof Nord in der Komturstraße streben in den Morgenstunden neben den Straßenbahnen nun auch zahlreiche Busse aus dem Depot. Als Linienkennung werden wie schon in den Gründerjahren bei der Straßenbahn seit 1934 wieder Buchstaben verwendet. Besonders gut geeignet für Strecken mit geringem Verkehrsaufkommen erhöhen sie die Flexibilität des Verkehrsbetriebs. Ein Paradebeispiel ist die Strecke von Günterstal zur Schauinslandbahn. An der Endhaltestelle der Linie 2 bindet ein Zubringer Günterstal, Talstation, Horben an und übernimmt den Transfer der Ausflügler in die Bergregion.
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes geht eine starke Zunahme des privaten Autoverkehrs einher. Die täglich rollenden Blechlawinen beginnen in ungeahnte Dimensionen auszuarten. Die vorhandenen Verkehrswege können diesen Ansturm nicht verkraften. Staus auf den Hauptstraßen und Verstopfungen von Kreuzungen und Einmündungen gehören bald zum alltäglichen Bild deutscher Großstädte. Omnibusse und Straßenbahnen laufen zwangsläufig in den Verkehrsströmen mit und leiden an zahlreichen Stellen unter massiven Behinderungen. Vor allem die verkehrsstarken Zeiten am frühen Morgen und späten Nachmittag führen immer häufiger zu Verspätungen. Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs würde bald beträchtlichen Schaden nehmen, wenn diese Probleme nicht dauerhaft gelöst werden. Hinzu kommt noch, dass sich Freiburg Anfang der 60er Jahre durch die Anlage neuer Stadtteile nach Westen ausdehnt. Dieser forcierten Neubautätigkeit zwischen Dreisam und Breisacher Bahnlinie steht kein adäquates Angebot eines attraktiven Nahverkehrsmittels gegenüber. So kommt es 1969 zur Verabschiedung eines Generalverkehrsplans, der die Neuordnung der Verkehrswege und den Bau einer weitestgehend autarken Stadtbahn beinhaltet. Für die nächsten 14 Jahre aber werden erst einmal die Buslinien die Nahverkehrsanbindung der entstehenden Stadtteile übernehmen. Denn die Stadtbahn ist noch Zukunftsmusik. Bis zu ihrer herbeigesehnten Einweihung wird noch viel Wasser die Dreisam hinunterfließen. Für das rollende Material bringen diese Entscheidungen als erste Konsequenz vier neue achtachsige Großraumstraßenbahnen. Am 25. Oktober 1971 wird mit Triebwagen 201 das erste Fahrzeug im Güterbahnhof abgeladen. Drei weitere folgen bis Anfang Dezember. Mit 89 Sitz und 205 Stehplätzen sind die GT8 für die Aufnahme größter Fahrgastmengen prädestiniert. Die neuen Duewag-Doppelgelenktriebwagen sind Einrichtungsfahrzeuge. Auf Schleifen angewiesen, drehen sie das bisherige Konzept des Zweirichtungsbetriebs um. Die fahrgastfreundlichen Achtachser meistern souverän auch engste Kurven. Die gekonnte Mischung aus notwendiger moderner Technik und nüchterner Funktionalität lässt sie zu den gelungensten Vertretern ihrer Art werden. Nach ihrer Indienststellung im Frühjahr 1972 können jetzt die Verbandstypen aus dem Linienverkehr gezogen werden. Mit den neuen Fahrzeugen kündigt sich auch das baldige Ende eines klassischen Straßenbahnerberufs an. Als am 3. Juli 1981 der letzte Beiwagen in Freiburg abgekuppelt wird, endet die doch recht liebenswerte Ära des Straßenbahnschaffners. Schon seit 1966 wird teilweise im Ein-Mann-Betrieb gefahren. Nun ist es endgültig. Der Mann mit dem schweren Geldwechsler wird nicht mehr durch den Wagen laufen, Fahrscheine verkaufen und abstempeln, die Haltestellen ausrufen und so manchen Fahrgast daran erinnern, dass es jetzt gleich Zeit ist, auszusteigen. Im selben Jahr, 1981, erreicht eine zweite Serie achtachsiger Doppelgelenktriebwagen die Breisgaustadt. Die Wagenkästen der GT8 werden getrennt angeliefert und am Güterbahnhof vom Werkstattpersonal montiert, bevor sie zur weiteren Ausrüstung von den Arbeitswagen in den Betriebshof überführt werden.
Die 10 neuen Doppelgelenktriebwagen tragen erstmals die Stadtfarben Freiburgs. Von ihren Vorgängern unterscheiden sie sich nur unwesentlich. Neben technischen Verbesserungen zieren die Stirnseiten der GT8 jetzt zwei Scheinwerfer anstelle der straßenbahntypischen Mittelleuchte. Am 31. März 1982 nimmt der letzte Wagen den Liniendienst auf. Das Streckennetz der Straßenbahn entspricht Anfang der 80er Jahre in seinen Grundzügen noch dem der Gründerzeit. Vier Linien, 1, 2, 3 und 4, sind unterwegs und bestreiten das Tagesgeschäft. 17. März 1978. Mit dem ersten Spatenstich an der Güterbahn zum Stadtbahnbau hat die Zukunft bereits begonnen. In der Geschichte der Freiburger Straßenbahn wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, an dessen Ende eine moderne und leistungsfähige Stadtbahn steht. Sie wird nicht nur das Tor zum Westen öffnen, sondern auch neue Maßstäbe in der Beförderungsqualität setzen. Als erste Baumaßnahme wird mit vier großen Brückenbauwerken die Überquerung der Güterbahn, des Hauptbahnhofs sowie der Berliner und Padua Allee in Angriff genommen. In rund 5,5-jähriger Bauzeit werden die technischen Voraussetzungen für die Netzanbindung der westlichen Stadtteile Stühlinger, Betzenhausen und Lehen geschaffen. Nach dem Hauptbahnhof wird die Überquerung von Eschholzstraße und Fehrenbachallee begonnen. Hier entsteht ein Gleisdreieck als vorbereitende Baumaßnahme für die spätere Anbindung in Richtung Friedhof-Komturplatz. Die geschwungene Brücke im Kreuzungsbereich der Berliner Allee ist mit 415 Meter Länge ein gewaltiges Bauwerk. Sie wird die künftige Stadtbahn binnen weniger Minuten vom Stadtteil Stühlinger nach Betzenhausen führen. Ein Abzweig nach Weingarten ist bereits vorgesehen. Er wird in seiner ersten Stufe zunächst bis zur Bissierstraße reichen. An der Padua Allee im Stadtteil Lehen erreicht die erste Stufe des Stadtbahnbaus ihr vorläufiges Ende. Gleisstücke für die baldige Weiterführung nach Landwasser liegen bereits außerhalb des Schleifenverkehrs im Fundament. Der 9. Dezember 1983 ist für Freiburg ein großer Tag. Das 3,5 Kilometer lange Teilstück kann endlich eröffnet werden. Mit Kränzen geschmückt machen sich die herausgeputzten GT8 vom Betriebshof Nord über den Bertholdsbrunnen auf den Weg zur Einweihungsfahrt. Der Beginn des Stadtbahnzeitalters muss schließlich gebührend gefeiert werden. Mit einem Kanonenschuss beginnt eine neue Ära in der Geschichte der Freiburger Straßenbahn. Das Tor zum Westen ist mit der neuen Linie 1 aufgeschlagen. Zwischen Littenweiler und Padua Allee wird sie künftig eine Ost-West-Achse bilden. Neben den drei geschmückten GT8 als Repräsentanten der künftigen Stadtbahnfahrzeuggeneration beteiligen sich auch historische Fahrzeuge und GT4 an den Feierlichkeiten. Mit der Einfahrt von Triebwagen 205 am 9. Dezember 1983 in die Padua Allee erreicht in der 82-jährigen Straßenbahngeschichte erstmals ein Schienenfahrzeug den Stadtteil Lehen. Die Weichen für den nächsten Schritt sind im wahrsten Sinne des Wortes bereits gelegt. Der zweite Stadtbahnteilabschnitt wird durch den Mooswald entlang der Elsässer Straße bis zur neuen Wendeschleife in Landwasser führen. Die Bauarbeiten kommen zügig voran. Mit der Endstelle
entstehen drei neue Haltestellen. Zeitgleich wird an der Berliner Allee, unmittelbar nach der Haltestelle Runsmattenweg, der schon vorbereitete Abzweig Richtung Weingarten bis zur Bissierstraße mit einer großzügigen Wendeschleife für die Straßenbahn aufgebaut. Am 14. Juni 1985 lautet das Motto in Freiburg: Viel Neues im Westen. Die Neubaustrecken sind geschafft und können dem Verkehr übergeben werden. Mit diesem Ereignis lebt die 1961 eingestellte Linie Nummer 5 wieder auf. Bissierstraße, Zähringen lautet ihre künftige Fahrstrecke. Am selben Tag rollen auch die ersten GT8 Doppelgelenktriebwagen von der Padua Allee durchs Mooswäldle ihrem neuen Endpunkt entgegen. Von den Anwohnern werden sie freudig begrüßt. Bringen Sie doch nach Jahren des Wartens endlich die Stadtbahn nach Landwasser. Alle Straßenbahnen und zahlreiche Buslinien fahren direkt ins Herz der Stadt zum Bertholdsbrunnen. Die absolute Drehscheibe des öffentlichen Nahverkehrs liegt inmitten der Fußgängerzone und bietet den Fahrgästen im Zusammenwirken mit weiteren Innenstadthaltestellen kurze Laufwege und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Die Park-and-Ride-Plätze an den End- und Zwischenschleifen ergänzen das bürgerfreundliche Mobilitätskonzept ebenso wie die am 1. Oktober 1984 eingeführte preisgünstige Umweltschutzkarte. Sie kann nicht nur von Familienmitgliedern, sondern auch von einer Person nach Wahl des Kartenbesitzers genutzt werden. Ein rund 25-prozentiger Fahrgastanstieg auf der Stadtbahn gegenüber den Bussen und ein genereller Aufwärtstrend sind deutliche Anzeichen, dass die Bürger das neue Nahverkehrssystem annehmen. Der vorhandene Fuhrpark reicht bald nicht mehr aus. 1985 werden deshalb 10 ausgemusterte GT4 aus Stuttgart übernommen. Als Zwischenlösung gedacht, sollen sie die Zeit überbrücken helfen, bis neue Wagen zur Verfügung stehen. Die Stuttgarter sind traktionsfähig. Ein Wagenzug besteht immer aus 2 Triebwagen. Mit dem Ausbau der Stadtbahn geht es indes zügig voran. Der Weiterbau zur Hornusstraße ist in vollem Gange. Überall wird fleißig gebuttelt, gebackert, werden Gleise verlegt. Am 27. September 1986 ist auch dieses Bauvorhaben vollendet. Die Linien 3 und 4 können jetzt vom Technischen Rathaus über Friedrich-Ebert-Platz und Hauptfriedhof bis zum Komturplatz größtenteils auf eigenen Gleiskörpern durchfahren. Die Zeit der GT4 und Sputniks neigt sich nun ihrem Ende entgegen. Nicht mehr lange werden sie auf Strecke anzutreffen sein. Anfang 1990 kommt die dritte und letzte Serie GT8 nach Freiburg. Erstmals mit einem abgesenkten Mittelteil ausgestattet, stellen sie einen gelungenen Kompromiss zwischen bewährtem und erwünschtem dar. Die 11 GT8N Einrichtungsfahrzeuge kündigen in Freiburg die aufkommende Niederflurtechnik an.
Drei Jahre später ist es dann soweit. Mit den GT8Z treffen 1993 die ersten Niederflurbahnen in Freiburg ein. Die ebenfalls achtachsigen Doppelgelenktriebwagen sind jetzt wieder für den Zweirichtungsbetrieb ausgerüstet und können alle Strecken in Freiburg befahren. Mit einem Niederfluranteil von 48% sind die 26 Wagen die ersten Vertreter einer neuen Generation straßen- und stadtbahnfähiger Niederflurfahrzeuge. Nach einer längeren Pause wächst am 26. März 1994 das Stadtbahnnetz mit der Verlängerung von der Bissier zur Munzinger Straße. Die alten Straßenbahnlinien 2 und 3 entfallen mit der Inbetriebnahme der neuen Strecke. Ein Jahr später, im Juli 1995, geht der neue Betriebshof West ans Netz. Die großzügige Anlage verfügt über Schwerpunkt- und Abstellhallen für Busse und Straßenbahnen, Lackier- und Karosseriebauwerkstätten sowie diverse Arbeitswagen und Spezialfahrzeuge. Alle notwendigen Einrichtungen für die Instandhaltung der Nahverkehrsmittel sind konzentriert. In der Betriebswerkstatt und der Wartungshalle werden sämtliche Fahrzeuge gewartet, überprüft, alle notwendigen Reparaturen ausgeführt. Ob Schleif- oder Schweißarbeiten, Radreifen aufziehen, der Werkstattbereich ist gut gerüstet und kann auf drei Ebenen gleichzeitig an den Fahrzeugen arbeiten. Auch die regelmäßig vorgeschriebenen Zwischen- und Hauptuntersuchungen gehen hier vonstatten. In der modernen Leitstelle wird schon seit Oktober 1992 der gesamte Bus- und Straßenbahnverkehr überwacht und koordiniert. Nördlich des Betriebshofes West entsteht Mitte der 90er Jahre der neue Stadtteil Rieselfeld. Das Großprojekt ist richtungsweisend. Zum ersten Mal wird eine moderne Wohnsiedlung mit Geschäften an der Stadtbahn ausgerichtet. In zentraler Mittellage durchfährt die Bahn seit dem 13. September 1997 das Siedlungsgebiet. Keine Wohnung, kein Arbeits- oder Ausbildungsplatz liegt mehr als 400 Meter von einer der drei Haltestellen entfernt. Die neue Linie 6 zweigt am Lindenwäldle ab und fährt bis zum Ende des Siedlungsgebiets. Eine großzügige Schleife bietet allen Fahrzeugtypen der Freiburger Straßenbahn eine geeignete Wendemöglichkeit. In späterer Zeit wird die 6 im Verbund mit der Linie 5 bis nach Zähringen fahren. Das Rieselfeld wird ohne lästiges Umsteigen direkt ans Zentrum angebunden. November 1999, Düsseldorf, Düwag-Werke. In den riesigen Fabrikhallen werden Straßenbahnwagen gefertigt. Für die Freiburger Verkehrsbetriebe entstehen hier 900%ige Niederflurbahnen. Die Kombinus sind Zweirichtungsfahrzeuge. Sie stehen auf 16 Einzelrädern, von denen 12 mit und 4 ohne Antrieb sind.
Der Wagenaufbau erfolgt modular und setzt sich aus 7 Wagenteilen zusammen. 2 Kopfmodule an den Wagenenden dienen vornehmlich dem Fahrtrichtungswechsel. Die restlichen 5 stehen ausschließlich den Fahrgästen zur Verfügung. Am 26. November 1999 erreicht kurz vor Jahreswechsel der erste Wagen die Breisgau-Stadt. Mit der Eröffnungsfahrt am 15. Januar 2000 beginnt auch in Freiburg das Combino-Zeitalter. Mit fast 42 Meter Wagenlänge ist Triebwagen 271 ein wahrer Gigant unter den Straßenbahnwagen. Schon im Februar folgt der zweite Combino. Wagen 272 wird per Tieflader in den Betriebshof Nord überführt und abgeladen. Ein aufwendiges Verfahren, das absolute Präzisionsarbeit erfordert. Über eine Rampe wird der Wagen langsam Stück für Stück heruntergelassen und eingegleist. Um die Jahrtausendwende ist die Freiburger Verkehrs AG ein modernes, auf die Kundenwünsche optimal abgestimmtes Unternehmen. Wenn in den frühen Morgenstunden der Auslauf der Bahnen im Minutentakt aus dem VAG-Zentrum beginnt, präsentiert sich Tag für Tag ein Betrieb mit richtungsweisendem Vorzeigecharakter. Fuhrpark und Logistik sind in bestem Zustand. Im Liniendienst laufen ausschließlich niederflurige Fahrzeuge. GT8N, GT8Z und Combinos bewältigen die Fahrgastströme auf den Linien 1, 4, 5 und 6. Eigene Gleiskörper, wo immer es möglich ist, geräuschmindernde Rasengleise und Ampelvorrangschaltungen setzen neue Maßstäbe in der Beförderungsqualität und ließen aus der guten alten Straßenbahn eine moderne, schnelle Stadtbahn werden. Ein Blick aus dem Fenster während einer Straßenbahnfahrt kann in Freiburg durchaus entspannend sein. Von den neuesten Auslagen der Innenstadtgeschäftswelt bis zum Erleben der Jahreszeiten gibt es jede Menge Abwechslung. Auch ein Stück Lebensqualität. Das durch Tunnelröhren pfeifende U-Bahnen oder im Verkehr ständig stockende Busse nicht bieten können. Die Weichen für die Zukunft sind übrigens längst gestellt. Schon 2002 wird die Straßenbahn als Stadtbahn nach Haslach zurückkehren. Verlängerungen sind in Littenweiler und Zähringen geplant. Neue Innenstadtstrecken werden zur Messe und in den Stadtteil Woban entstehen. Alle Linien fahren mitten ins Herz der Stadt, zum Bertoldsbrunnen. Engste Kurven, Fußgängerzonen und Menschengewirr sind dabei keinerlei Hindernis. Im Gegenteil, die Bahnen bringen ihre Fahrgäste direkt ins Zentrum und sorgen für ein mit Leben erfülltes Freiburg. Die älteste Straßenbahnstrecke Freiburgs nach Günterstal ist wohl auch die schönste. Nach einem kleinen Stück Überlandfahrt
öffnet sich der kleine Ort nach der Durchfahrt des alten Torbogens. In früherer Zeit gab es sogar Überlegungen, die Straßenbahn bis zur Talstation der Schauinslandbahn zu verlängern. Den Stadtvätern war aber dann doch die Anschaffung 5 neuer Triebwagen und der Aufbau einer Wagenhalle in Günterstal ein zu hoher Preis. So blieb eine Straßenbahn-Schwarzwaldlinie immer nur ein romantischer Traum. An der Endhaltestelle Günterstal bindet heute die ebenfalls niederflurige Buslinie 21 an die Straßenbahn an und bringt die Fahrgäste zur Talstation. Die alte Schauinslandbahn der 30er Jahre gibt es längst nicht mehr. Nach 57 Betriebsjahren war 1987 eine Totalrenovierung unumgänglich geworden. Geändert hat sich einiges. Antriebs- und Steuertechnik wurden modernisiert, die bisherigen 10 Großkabinen durch 37 kleine Gondeln ersetzt. Pro Stunde können 600 Ausflügler zwischen dem Boratal und dem Gipfelplateau schweben. Die gemächliche Auffahrt bietet dem Betrachter zahllose Blicke in die Landschaft des Schwarzwaldes, die Rheinebene, ja sogar bis in die Vogesen können bei guter Sicht die Blicke schweifen. Oben angekommen, auf der 1214 Meter hochliegenden Bergstation, wenden die Gondeln in Leerfahrt im Umlaufsystem. Je nach Andrang kann ihre Anzahl erhöht oder reduziert werden. Mit der Ausfahrt eröffnet sich den Fahrgästen dann ein herrlicher, einzigartiger Panoramablick in die Tiefebene. Bis Freiburg kann man an guten Tagen sehen. Invasion der Achtachser. Wenn der heimische Fußballclub, der SC, seine Heimspiele im Dreisamstadion austrägt, dann ist Großalarm im Betriebshof fest. Mitten am Tag verlassen plötzlich Scharen von Straßenbahnwagen das Depot und haben nur ein Ziel, die dem Stadion nächstliegende Haltestelle Römerhof. Jetzt wird in Freiburg nicht mehr im Minutentakt, sondern nach dem Bandwurmprinzip gefahren. In der Innenstadt und am Bertholdsbrunnen spielen sich tumultartige Szenen ab. Man könnte sagen, die Straßenbahnen geben sich die Klinke in die Hand. Der altehrwürdige Brunnen wird in allen Himmelsrichtungen von einem schier endlos wirkenden Konvoi umfahren. Das absolute Verkehrschaos scheint programmiert. Aber wie von wundersamer Hand geleitet, läuft alles geordnet und reibungslos ab. Tausende von Fußballfans werden in weniger als einer Stunde von den Bahnen aufgenommen und Richtung Littenweiler abtransportiert. Kurz vor der Schleife sammeln sich die Züge dann zum großen Finale und erwarten den Ansturm der Fans. Nach Spielende strömen die Massen zum Römerhof und stürzen sich auf die aufnahmebereiten Wagen. Auch hier läuft alles nach Plan. Zug um Zug zieht in die Haltestelle, wird vollgeladen und fährt ab. Einer behält immer die Pluspunkte. Der SC Freiburg ist es nicht immer.
Die Freiburger Verkehrs AG hingegen heimst bei jedem Heimspiel 3 Punkte ein, die da heißen Geschwindigkeit, Leistungsvermögen, Kundenservice. Der 14. Oktober 2001, Betriebshof Nord in der Komturstraße. 100 Jahre Straßenbahngeschichte haben in der Wagenhalle Aufstellung genommen. Triebwagen 45 aus dem Jahre 1914 macht den Anfang und eröffnet mit seiner Ausfahrt den Fahrzeugkorso quer durch Freiburg. Triebwagen 56 und der Verbandstyp Beiwagen 142 waren schon in den Nachkriegsjahren ein bewährtes Gespann. Auf der Museumslinie 3 erleben sie in Zukunft ihren zweiten Frühling. Triebwagen 2 aus dem Jahr 1901 kann zurzeit noch nicht mit eigener Kraft fahren. Der Arbeitswagen 404 muss deshalb die alte Dame behutsam durch die Stadt ziehen. Denn schließlich, was wäre das für eine 100-Jahr-Feier ohne Gründungsmitglied? Einige Verbandstypen sind auch im 21. Jahrhundert immer noch im Einsatz. Als Arbeits- oder Fahrschulwagen verrichten die unverwüstlichen Zweiachser immer noch gute Dienste und beweisen immer wieder aufs Neue, dass sie, die vermeintlichen Billiglösungen von einst, noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Der alte Sputnik gar hat sogar noch einen richtig ernstzunehmenden Job. Als schienengebundene Litfaßsäule kurft er von Zeit zu Zeit immer wieder durchs Netz. Auch einige GT4 sind erhalten geblieben. Der meistgebaute deutsche Straßenbahnwagen der Nachkriegszeit gehört zu den formschönsten Vertretern seiner Art. Über die Hornusschleife geht es am Siegesdenkmal vorbei zum Bertholdsbrunnen. Anschließend verlieren sich die historischen Wagen für den Rest des Tages im Netz und erinnern die Freiburger durch ihre Präsenz ein wenig an längst vergangene Tage. Der Verein der Freunde der Freiburger Straßenbahn betreut und restauriert in ehrenamtlicher Tätigkeit die Oldtimer übers Jahr und arrangiert von der Sonderfahrt bis zur Party im GT4 alles rund um die historischen Straßenbahnwagen. Die Geschichte der Freiburger Straßenbahn ist auch immer die Geschichte der Stadt Freiburg und ihrer Menschen gewesen. Beide haben sich vor einem Jahrhundert lieben gelernt, das Jahrwort gegeben und sind immer noch zusammen. Mhm.